Ja, herzlich willkommen nochmal bei diesem Live-Workshop, die vier Phasen der Veränderung, Strategien für deine Wunschzukunft. Viele von euch sind zum ersten Mal dabei, kennen mich noch nicht, möchten mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Bischoff. Ich komme aus dem Profi-Basketballsport, war früher Profi-Basketballspieler und Profi-Basketballtrainer. Mittlerweile arbeite ich seit knapp 15 Jahren als Persönlichkeits- und Mentaltrainer. Vielleicht kennst du meinen Podcast, Die Kunst, dein Ding zu machen, der meistgehörteste Podcast in der Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Oder vielleicht meinen YouTube-Kanal oder eins meiner Seminare. Und ich möchte heute Abend mit dir über Veränderung sprechen, weil wir sind seit 18, 19 Monaten in einer großen Veränderungsphase und was wir bisher gesehen haben, ist nur der Anfang. Es wird dieses Jahrzehnt weitergehen. Wir sind in einem richtigen gesellschaftlichen Wandel. Wir sind in einem Weltenwandel, damit auch in einem individuellen Wandel. Und dieser Workshop heute Abend ist vor allem für zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe sind die Menschen, die mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung jetzt anfangen, die grundlegende Denkmuster brauchen, dass sie aus der gefährlichsten Emotion rauskommen, nämlich der Angst. Und die zweite Gruppe von Menschen sind die, die vielleicht schon lange in der Persönlichkeitsentwicklung drin sind, doch sie merken, ich nehme mir oft Dinge vor im Leben, ich möchte Dinge verändern in irgendeinem Lebensbereich, doch ich bleibe irgendwo hängen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und wenn du zu einer der beiden Gruppen gehörst, dann bist du genau richtig hier, weil die erste Stufe der Veränderung ist zu verstehen, wie läuft eigentlich Veränderung ab? Egal, ob das auf der individuellen Ebene ist, auf der gesellschaftlichen Ebene oder sogar auf globaler Ebene. Wenn du dir die aktuelle Situation anschaust, dann haben ganz, ganz viele Menschen im Moment eine Orientierungslosigkeit, eine Antriebslosigkeit, eine Melancholie in sich, eine Schwere, eine Ziellosigkeit und vor allem die sechste Emotion ist eine große, große Angst. Weil die Umbrüche, die stattfinden, das sind Umbrüche in einem Ausmaß, die es vielleicht noch nie in der Weltgeschichte gegeben hat. Dahinter steckt ein historisches Ereignis. Am 21. Dezember 2020 sind wir von dem ungefähr 200 Jahre andauernden Erdzeitalter in ein neues Zeitalter eingetreten, in das Luftzeitalter, das uns jetzt viele Jahrzehnte begleiten wird. Die erste Frage, die dann immer kommt, ist: Christian, woher weißt du das? Die, die von euch mich ganz intensiv verfolgen, die kennen auch meinen Mentor Randolf Schäfer. Randolf Schäfer ist Deutschlands führender Astrosoph, der Menschen hilft, ihre Seelenaufgabe zu verstehen, mit dem ich mittlerweile eine Ausbildung mache zum Archetypencoach, die gerade voll in der Zeit ist, die durch die Decke geht, weil die als Coach diese Ausbildung durchlaufen, die können dann Menschen helfen, auf individueller Ebene ihre Seelenaufgabe zu verstehen und ihr Leben in allen Lebensbereichen so auszurichten, dass es ihnen entspricht. Und wenn du dich mit Randolf ganz viel unterhältst, dann wird das klar, dieses Luftzeitalter hat begonnen und die Pandemie war der Startschuss in dieses Luftzeitalter. Und ist es nicht faszinierend, die Analogien, die uns das Leben schickt, um uns zu sagen, passt auf, Zeit für Wandel. Ein Virus, der durch die Luft gekommen ist, läutet das Luftzeitalter ein. In den Lockdowns, wo keine Flugzeuge fliegen dürfen. Und kannst du dich noch erinnern, im ersten Lockdown nach 4 Wochen, wenn du draußen gelegen bist, unter sternenklaren Himmel in der tiefsten Nacht, hast du dir gedacht, ich habe noch nie so klar den Sternenhimmel gesehen, als müsste es irgendeine Einschränkung geben, damit die Luft wieder klar werden konnte von unserer Verpestung, um das neue Luftzeitalter einzuläuten. Und dann historische, dramatische Ereignisse, wie die Ermordung von George Floyd, dem farbigen Amerikaner, den die ganze Welt mitbekommen hat, den ein Polizist umgebracht hat, der symbolisch minutenlang geschrien hat, I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Und damit auf dramatische Weise die Rassenkonflikte und immer noch die territorialen Konflikte in den USA für die ganze Welt offensichtlich gemacht hat. Und auch das war die Einläutung des Luftzeitalters, wenn auch mit einem ganz dramatischen Ereignis, dass es im Luftzeitalter nicht mehr um solche Dinge gehen kann. Und gleichzeitig
gehen wir in die Digitalisierung und ganze Branchen lösen sich auf. Und wir haben Wandel des digitalen Wandel, Wandel des Finanzsystems, politische Umbrüche, rasante Fortschritte in anderen Bereichen. Ganze Branchen stehen im Moment vor dramatischen Veränderungen und Auflösungen. Und da ist es verständlich, dass der Einzelne wie du und ich sich manchmal ängstlich fühlt, orientierungslos, das Gefühl hat, es gibt keine Sicherheit mehr. Weil im Erdzeitalter die letzten Jahrzehnte, vor allem die Lebenserfahreneren von uns, wenn du so Mitte 40 bist, wie sind wir aufgewachsen? In der Schule, lerne, studiere, mach eine gute Ausbildung, setz dir Ziele, hab eine 10-Jahres-Vision und dann verfolg die Schritt für Schritt. Und das hat immer funktioniert. Das habe ich vor 4 Jahren auch noch in meinem Erfolgsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen, gelehrt. Warum? Weil das war das Erdzeitalter, eine lineare Lebensentwicklung, die planbar war. Und diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit wird auch nicht wiederkommen. Wir gehen jetzt in einen richtigen Paradigmenwechsel rein. Der Beweis ist ganz einfach. Würdest du dir trauen, vorherzusagen, wo wir in 6 Monaten stehen? Was in 6 Monaten in Deutschland zum Beispiel für Umstände sind, für Regeln gelten? Und wenn du ganz ehrlich bist, sagst du wahrscheinlich nein. Würdest du dir zutrauen, es für 3 Monate vorherzusagen? Ich nicht. Leute fragen mich im Moment, Christian, was machst du 2023 für Seminare? Ich sage, ich plane im Moment nicht so weit, weil du kannst nicht mehr planen. Und weißt du, das ist nichts Schlimmes, sondern jetzt ist das Zeitalter, dass wir wieder in unsere Intuition kommen. Jetzt ist das Zeitalter, dass wir wieder in unser Gefühl kommen. Jahrzehntelang wollte der Mensch eine Statistik für alle haben. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Am Ende haben wir nur noch an Zahlen die Pandemie beurteilt. Das ist das alte Erdzeitalter. Jetzt geht es im neuen Luftzeitalter um Connecten, um Netzwerk, um sich gegenseitig unterstützen, um nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander. Es geht um Intuition, es geht um Lebensdienlichkeit und es geht um Emotion. Und dieser Wandel ist nicht aufzuhalten. Deswegen ist das Schlechteste, was ein Mensch machen kann, sich gegen den Wandel zu stellen, weil dann passiert der Wandel ohne ihn, oder vollkommen in der Angst zu sein, weil es gibt eine ganz einfache Regel, Fear eats brain. Und ich möchte das, damit wir auf allen Ebenen und Sinnen lernen, manchmal auch immer grafisch etwas verdeutlichen. Das ist der Wandel, der im Moment ansteht. Und wir können diesen Prozess nicht aufhalten. Wir wollen diesen Prozess auch gar nicht aufhalten, sondern ich möchte dir heute das Rüstzeug mit an die Hand geben, dass du verstehst, Wandel kannst du immer, immer für dich nutzen. Und dazu benutzen wir heute Abend ein Modell aus dem Ayurveda. Ayurveda ist die Wissenschaft vom Leben. Wer mich kennt, weiß, dass ich Ayurveda lebe. Und dieses Modell verdeutlicht die 4 Phasen, wie jede Veränderung verläuft. Individuelle Veränderung, gesellschaftliche Veränderung, globale Veränderung. Und wenn du diese 4 Phasen einmal verstanden hast, dann kannst du auch aus der Angst rauskommen, weil du wirst dich einfach nur fragen, okay, in welcher Phase bin ich jetzt und was kann ich dann jetzt als nächstes tun, damit ich den Wandel für mich nutze? Und dazu wirst du morgen nach dem Workshop noch unterstützend als Geschenk eine wahnsinnig gute Übung bekommen, wie du sofort für dich den Wandel starten kannst und ihn nicht mehr durchziehst. Das ist eine sehr, sehr intensive Übung, ein bisschen spirituelle Übung. Ich habe mir lange überlegt, aber mit mittlerweile hier 4.000 Menschen, die jetzt live dabei sind und nochmal 4.500, die sich das im Nachgang angucken, ist es unmöglich, das parallel zu machen. Deswegen bekommst du das als Geschenk im Nachgang mit dazu. Hier ist eine ganz wichtige Regel, was wir heute Abend erreichen wollen, dass du aus der Angst rauskommst, weil Fear eats brain. Angst frisst Hirn. Ein Mensch, der in der Angst ist, kann nicht klar denken, weil die Angst so viel Energie und Kapazität hier oben aufsaugt, dass er einfach nicht in der Lage ist, klare Entscheidungen zu treffen. Vielleicht merkst du ja auch, dir fällt es schwer, klare Entscheidungen zu treffen. Dir fällt es schwer, eine Richtung festzulegen. Da ist diese Orientierungslosigkeit. Dir ist vielleicht eine Schwere in dir zu spüren. Und die Frage ist immer, wo kommt sie her? Ist es die Angst? Und was wäre, wenn du in Zukunft innerlich gelassen wärst? Was wäre,
wenn du ab jetzt Veränderung immer für dich nutzen könntest und verstehst, jede Veränderung ist eine Chance für dich, dein Leben neu und besser auszurichten. Was wäre, wenn du daraus das Selbstvertrauen entwickeln würdest und den Mut, Veränderungen positiv anzupacken, weil du weißt, dass du dich auf dich selber verlassen kannst, weil du weißt, wie Veränderungen ablaufen. Und damit kommt eine Sache wieder zurück, Schritt für Schritt, die jeder Mensch braucht, um voll in seiner Kraft zu sein, nämlich das Urvertrauen in sich und das Urvertrauen in das Leben. Dass das Leben es immer gut meint und Veränderung am Ende nichts anderes bedeutet, als etwas Altes stirbt und etwas Neues kommt. Mit drei Mentalitäten gehen Menschen an Veränderungen ran. Und die erste Mentalität ist die Passivität. Etwas Neues kommt und viele Menschen warten erst einmal ab, was das Neue bringt. Es ist die Skeptiker-Mentalität. Diese mentale Einstellung, die sagt, weißt du, vielleicht setzt sich das Neue ja erst gar nicht durch und wir kommen ins Altbewährte zurück, also mache ich erst einmal gar nichts. Andere werden vorgelassen, Trends werden verpasst. Viele Menschen verhalten sich viel zu zögerlich, wenn neue Situationen entstehen. Und das Mindset dahinter ist, lieber warten als starten. Lieber warten als starten. Es gibt ein zweites Mindset, das ist für uns vor allem auf emotionaler Ebene noch viel schädlicher. Und das ist das ängstliche Mindset. Wenn Angst unser System dominiert, weil, wie wir eben gesagt haben, Fear eats brain. Wenn wir in diesem Angstzustand sind, das sind Menschen, die sich in ihrer Komfortzone am wohlsten fühlen. In deiner Komfortzone sind Dinge drin, die du kennst, die du schon lange gemacht hast, wo du so viel Selbstvertrauen hast, weil sie einfach als Automatismus abgespeichert sind. Und Veränderungen sind für die Menschen, die von Angst gesteuert werden, keine Chance, sondern sie sind eine Gefahr. Diese Menschen wünschen sich oft die guten alten Zeiten zurück. Kennst du das, wenn Menschen anfangen und sagen, ach, damals in den guten alten Zeiten, da war das noch so und so. Und sie sagen oft über sich selber, Veränderungen mag ich nicht. Und das ist ein Selbstbild, das sich gegen jede Art von Veränderung sträubt und wenn ein Mensch ein Selbstbild hat, in dem er keinen Wandel, keine Veränderung und damit keinen Fortschritt akzeptiert. Du kennst das Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Schaffen wir es, ohne es selber zu merken, uns mit der Zeit selber ab, weil wir einfach nicht den Wandel mitmachen, den es braucht, um den nächsten Schritt im Leben nach vorne zu machen. Also das erste Mindset ist, wir reagieren auf Veränderungen mit Passivität. Die zweite Möglichkeit ist, ein Mensch reagiert mit Angst. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die ein Chancen-Mindset hat. Eine Chancen-Mentalität, die verstehen, alles hat seinen Sinn. Das Leben macht nichts ohne Grund. Auch wenn ich mit meinem kleinen menschlichen Verstand den Grund vielleicht nicht sofort greifen kann. Und diese Menschen freuen sich auf den Wandel. Die sehen Veränderung als einen Teil ihrer Identität, als eine Möglichkeit zu wachsen. Meistens sind sie auch Early Adopter, also die schnell in eine neue Situation reinspringen, die sich die Situation aus allen Perspektiven angucken. Das heißt nicht, dass sie blind euphorisch sind, sondern dass sie mit einem offenen Geist rangehen und sagen, ich gucke mir das an und ich lasse mich drauf ein und vielleicht entwickle ich ein neues Weltbild, ein neues Selbstbild und sehe die Chancen für mich in mein Leben. Und sie erkennen, dass jeder Wandel eine Chance und eine Möglichkeit ist. Und das ist so wichtig, dein Leben neu und besser auszurichten. Dein Leben neu und besser auszurichten. Und das ist so wichtig, weil wir Menschen entwickeln uns immer weiter. Und das ist das, was in einer linearen Entwicklung selbst die größten Wissenschaftler der Welt oft falsch haben. Lass uns ein paar Beispiele angucken.
Wenn du so lebenserfahren bist wie ich bin mittlerweile 45, ist dir vielleicht damals, als du in die Schule gegangen bist, auch Folgendes passiert. In der Mittelstufe haben unsere Lehrer zu uns gesagt, passt auf, wir haben ein Ozonloch über Australien, das ist eine Riesengefahr. In Australien bekommen sie alle schon Hautkrebs. Wenn ihr mal 40 seid, dann habt ihr alle rote Haut, seid an Hautkrebs erkrankt. Das Ozonloch ist um die ganze Welt und dieser Planet wird unbewohnbar. Das haben wir wirklich in der Schule, in der Mittelstufe erzählt bekommen. So, gab es damals ein Ozonloch? Ja. War dieses Ozonloch am schlimmsten Punkt so groß wie Australien? Wahrscheinlich. Was war die Vorhersage? Selbst die größten Wissenschaftler haben gesagt, das Ozonloch ist in der und der Zeit so gewachsen. Wenn es so weiter wächst, gibt es den Zeitpunkt, wo es keine Ozonschichten mehr gibt und die Welt wird unbewohnbar. Und das wurde uns gelehrt. Was haben aber die Wissenschaftler alle nicht bedacht? Und das ist so wichtig, dass du das verstehst, weil das kannst du auf dein Leben übertragen. Die Kapazität der Menschheit, sich nach vorne und weiterzuentwickeln. Was ist passiert? Wir haben FCKW abgeschafft. Damals wurden alle FCKW-Stoffe in Kühlschränken und vor allem in den Spraydosen verboten. Ist das Ozonloch heute noch ein Thema? Nein. Das Ozonloch, google das mal, ist praktisch nicht mehr existent. Das heißt, die Gefahr war real da, doch die Warnung war die vollkommen falsche, weil alle Prognosen eins nicht bedacht haben, die Fähigkeit, dass wir Menschen uns immer weiterentwickeln. Zweites Beispiel, seit den 70er Jahren wird uns alle 10 Jahre erzählt, die Ölvorräte gehen zur Neige und in 10 Jahren haben wir auf der Welt kein Öl mehr. Seit den 70er Jahren. Nun, auf der Welt gibt es mehr Öl denn je zuvor, auch wenn die Energiepreise gerade wieder hochgehen. Das hat aber andere Gründe. Warum wird seit den 70er Jahren wahrscheinlich ernst gemeint gesagt, in 10 Jahren geht uns das Öl aus? Ganz einfach, weil zu dem Zeitpunkt Wissenschaftler bemessen, welche Ölfelder kennst du auf der Welt, wie lange dauert das ungefähr, bis die ausgeraubt oder wie du es auch immer, bis das Öl dort gefördert ist, wie viele Menschen gibt es, was brauchen die an Öl, wann gehen die Ölvorräte zur Neige? Was bedenken alle Wissenschaftler nicht? Unsere Weiterentwicklungsmöglichkeit, wir Menschen finden neue Ressourcen, wir Menschen finden neue Energievorräte und wir finden immer einen Weg. Und deswegen ist das Öl noch nie zur Neige gegangen. Und wenn du dich auf einer ganz tiefen Ebene damit beschäftigst, das führt heute Abend zu weit, wirst du merken, und ich weiß, jetzt gehe ich in vollen Paradigmenwechsel, wir haben keine Ressourcenknappheit auf der Welt. Wir scheitern immer an einer Knappheit. Das ist die menschliche Lebenszeit. So, und genau das Gleiche ist es jetzt mit dem technologischen Fortschritt. Wir sind voll in der Digitalisierung. Die Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben. Die Digitalisierung wird vorangehen. Warum? Weil Technologie eine Einbahnstraße ist. Wir Menschen entwickeln Dinge immer weiter. Und jetzt kommt der Punkt. Deswegen wirst du Veränderungen nie aufhalten. Doch du kannst mit der Veränderung mitgehen und sie als deine Chance nutzen. Und das heißt nicht, dass du in allem der Erste sein musst. Doch das bedeutet, wenn du Wandel einmal verstanden hast, kannst du ihn immer für dich nutzen und du findest automatisch die Chancen darin. Ich kenne so viele Menschen, die in den letzten 19 Monaten ihr Leben in allen Lebensbereichen neu und besser ausgerichtet haben. Und die sagen, ich bin heute an einem ganz und viel genialeren Punkt in meinem Leben als zu Beginn der Pandemie im März 2020. Warum? Weil sie diese 4 Schritte machen, die wir jetzt gleich besprechen. Und das ist ein Automatismus. Ich möchte dir ein Beispiel nochmal geben von meinem Mentor Randolf Schäfer, der Menschen hilft, seine Seelenaufgabe zu verstehen. Ich war vor guten 3-4 Jahren bei ihm im Coaching, weil ich meine Seelenaufgabe verstehen wollte. Und damals hat keiner Randolf Schäfer gekannt. Ich habe problemlos einen Termin innerhalb von 24 Stunden bekommen. Aber nach dem Coaching habe ich gesagt, wow, das ist so eine neue Dimension. Jeder Mensch muss verstehen, er hat eine Seele. Wenn er seine Seelen- und seine Lebensaufgabe versteht, kann er verstehen, wie er sein Leben in jedem Lebensbereich ideal auf die eigenen Bedürfnisse ausrichtet und dann ist jeder Mensch in seiner Kraft. Und ich habe damals vor 3,5 Jahren zu Randolph gesagt, Randolph, das ist eine Ausbildung, was du da hast, ist Gold wert. Das wird im neuen Luftzeitalter, wird das so gefragt sein. Lass uns eine Ausbildung dazu machen und Menschen ermächtigen, dass sie mit dem Wissen anderen Menschen helfen, ihre Seelen- und Lebensaufgabe zu verstehen.
Und wir haben eine Ausbildung gemacht. Und was passiert jetzt? Das Luftzeitalter hat begonnen. Die nächste Ausbildung beginnt jetzt Ende November. Und das Ding explodiert vollkommen. Warum? Weil jetzt die Zeit reif ist für das Thema. Randolph macht das 50 Jahre und 40 Jahre war die Zeit nicht reif für das Thema. Jetzt ist die Zeit reif. Oder zum Beispiel ein anderes persönliches Beispiel. Menschen trennen sich aus einer Ehe oder einer Beziehung, die ihnen nicht mehr gut tut. Und das ist mit der größte emotionale Schmerz, den wir empfinden können. Doch es gibt Menschen, die gehen da durch, die haben keine Angst, eine Beziehung zu beenden, weil sie wissen, es gibt einen idealeren Partner, eine idealere Partnerin für sie. Warum? Weil sie die vier Phasen der Veränderung verstehen, bewusst oder unbewusst. Sie wissen, dass es Hürden gibt. Sie wissen aber auch, wenn sie sich von den Hürden nicht aufhalten lassen, dann kommt am Ende immer eine größere Belohnung und dein Leben ist besser als zuvor. Es ist bildlich gesprochen, als gehst du eine Treppe nach oben. So, und jetzt sind wir im Jahrzehnt des Wandels. Das ist so, es wird sich nicht ändern. Die einzige Frage ist, was machst du im Kopf? Ist das die größte Chance deines Lebens oder reagierst du darauf mit Angst, weil du nicht weißt, was kommt? Lass es uns zu deiner größten Chance in dem Leben machen, indem du diese vier Schritte verstehst. Also hier sind nochmal die drei Mindsets. Und du bist hier, weil du diese Chancenmentalität hast. Alles hat seinen Sinn. Die vier Phasen der Veränderung siehst du hier in einem Kreislauf. Wenn du sie einmal verstanden hast, kannst du jede Veränderung immer und immer wieder machen. Und dieser Kreislauf wird irgendwann ein Automatismus. Zwischendrin, ich freue mich mittlerweile, möchte einmal sagen, dass jetzt 4.100 von den 8.500 live mit dabei sind. Hammer, danke, danke, dass ihr euch die Zeit nimmt. Echt genial, echt cool. Und der Sterbeprozess des Status Quo bedeutet, das Alte stirbt, etwas Altes muss absterben, damit etwas Neues daraus entstehen kann. Sterben und werden. Und wir kennen das alle aus unserem Leben. Und es ist so schwer, am Anfang damit umzugehen. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, wie deine erste große Liebe sich von dir getrennt hat? Und vielleicht ist für dich, wie für mich damals, emotional eine Welt zusammengebrochen. Du hast gedacht, du wirst nie wieder so einen genialen Partner finden. Du wirst für immer Single bleiben. Vielleicht hast du dich tagelang in deinem Zimmer eingesperrt, die Rollläden runtergelassen, bist in einer tiefen Depression versunken. Oder vielleicht bist du im Jugendalter mal umgezogen oder du musstest die Schule wechseln, weil deine Eltern ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Ich habe das auch ganz oft erlebt. Und auf einmal bist du an einer neuen Schule, du hast neue Lehrer, du hast einen neuen Bus, lauter neue Mitschüler und das Ganze überfordert dich. Und du bist so in der Angst drin und du wünschst dir nur, ach, könnte ich doch wieder an die alte Schule zurückgehen. Oder du musstest in eine neue Stadt ziehen, neues Umfeld, neue Menschen. Und hast gesagt, ach nee, ich mag eigentlich wieder da, wo ich herkomme. Und das ist, hey, was passiert? Etwas Altes muss sich verabschieden, damit etwas Neues entstehen kann. Wir haben das in unseren intimen Partnerschaften oft. Jeder, der von euch eine Scheidung hinter sich hat, der kennt es. Vielleicht bist du mal entlassen worden und du weißt heute, jede Entlassung passiert in Wirklichkeit für dich, weil das Leben dir sagt, du bist beruflich noch nicht am idealen Ort, weil wenn du am idealen Ort für dich wärst, würde diese Entlassung überhaupt nicht passieren. Und mit Beginn der Pandemie im März 2020 haben ganz viele Sterbeprozesse auf gesellschaftlicher und vielleicht sogar auf globaler Ebene begonnen. Und das ist nichts Schlechtes. Es ist weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Zum Beispiel, seit März letzten Jahres verändert sich die Art, wie wir lernen. Schulen, Universitäten haben ihre Schüler und Studenten nach Hause geschickt zum Lernen. Und die menschliche Evolutionsgeschichte ist immer eine einzige. Wenn du die einmal verstanden hast, wird dein Leben viel einfacher. Und zwar, Menschen versuchen Energie immer effizienter und einfacher zu bündeln. Und immer wenn die Energie aus etwas Altem rausfließt, fängt es langsam an abzusterben. Doch wir bedenken oft nicht, dass es oft ein Jahrzehnt dauert, bis so ein Sterbeprozess gerade auf gesellschaftlicher Ebene vorbei ist. Und zum Beispiel in dem Moment, als die Schulen und die Unis ihre Schüler und Studenten weggeschickt haben, ist die Energie aus diesen
jahrzehntealten Institutionen rausgeflossen. Wo ist sie hingeflossen? Ins digitale Lernen. Zoom ist auf einmal explodiert. YouTube ist auf einmal explodiert. Unsere Kids sagen manchmal zu uns, haben gesagt, warum soll ich eigentlich in die Schule gehen? Was ich lernen will, das lerne ich auf YouTube. Ich gucke mir ein Video an. Und ja, was sagst du da manchmal dazu? Das ist ein Argument. Oder wir haben gemerkt, Homeoffice. Auf einmal zu Hause, wenn du die richtige Einstellung hast, die Disziplin und die Konsequenz, haben auf einmal ganz viele Menschen erkannt, was für eine Chance Homeoffice ist. Andere sind verzweifelt. Ich habe das an meinem eigenen Team gesehen. Die sind mit Homeoffice überhaupt nicht zurechtgekommen. Und so haben ganz viele Veränderungsprozesse angefangen. Seit März 2020 auf gesellschaftlicher Ebene. Und es ist eine Sache ganz, ganz wichtig in dieser ersten Phase. Und zwar zu verstehen, die größte Hürde deines Geistes zu überwinden, die Angst, Altes gehen zu lassen, weil man sich mit dem Status quo über Jahrzehnte so angefreundet hat, dass er einfach bequem ist und dass man sich am sichersten und wohlsten fühlt. Das gilt es zu verstehen in der Sterbephase. Und zu emotional zu erkennen, ich muss das Alte loslassen, damit das Neue, Schönere und Bessere in mein Leben kommen kann. Und das klingt so einfach, wenn ich dir das sage, aber unser Unterbewusstsein ist so geprägt nach jahrzehntelangen Erfahrungen, vor allem die Lebenserfahreneren von uns, dass wir oft vom Unterbewusstsein etwas anderes suggeriert bekommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, was ist die dominante Emotion in unserer Gesellschaft im Moment? Angst. Wir triefen vor Angst. Deswegen sind die vier Phasen so wichtig, weil das klingt immer einfach, wenn man das erklärt, doch die meisten schaffen es nicht und wollen an Alten immer festhalten. Doch jetzt möchte ich dir eine Metapher mitgeben. Stell es dir so vor, immer wenn das Leben, wenn im Leben etwas abstirbt auf deiner persönlichen Ebene, zum Beispiel du wirst entlassen, dein Partner trennt sich von dir, gute Freunde verabschieden sich, auf gesellschaftlicher Ebene die ganzen Veränderungsprozesse, die seit 19 Monaten laufen und die in den nächsten 10 Jahren weitergehen werden, stellst dir so vor, Türen gehen zu in der Vergangenheit. Die Lebensregel ist sein Lebensgesetz. Immer wenn das Leben dir eine alte Tür zumacht, muss auf der anderen Seite eine neue Tür aufgehen. Sein Lebensgesetz. Es gibt immer eine Chance in jedem Tod. Die Herausforderung ist jedoch leider, die meisten Menschen, weil sie von Angst gesteuert sind und diesen Sterbeprozess nicht akzeptieren können und stattdessen lieber einen Schuldigen suchen, wer ist jetzt dran schuld, was uns passiert? Die Regierung, die Politiker, der Chef, die das und das, halten so an dieser zugehenden Tür fest, sind mit ihrem Mindset komplett darauf ausgerichtet, dass sie die neuen Chancen gar nicht erkennen können, weil schau mal, wo ist ihr Blick? Ihr Blick ist bei den zugehenden Türen und sie wollen nicht, nein, geh nicht zu, ich will mein Altes zurückhaben, das darf nicht sein. Und der Sterbeprozess des Status quo ist einfach zu erkennen, sterben und werde. Richte deinen Blick aus und sag, okay, hier stirbt etwas ab. Welche neuen Türen gehen auf? Welche neuen Chancen und Türen gehen auf? Und ich möchte dir, damit du das üben kannst, zu jeder dieser Phase sofort 2, 3 Übungen mitgeben, die du sofort in deinem Leben umsetzen kannst, die du anwenden kannst, wenn der nächste gesellschaftliche Wandel kommt, der uns allen betrifft, weil dann, Champion, kommst du aus der Angst raus. Und bei der Sterbephase des Status quo ist der Umsetzungstipp Nummer 1, dass du deine Angst und Unsicherheit transformierst, indem du dich sofort als erstes fragst, wo ist das Geschenk hier? Wo sind die Chancen? Welche neuen Möglichkeiten bieten sich mir? Als der erste Lockdown kam, so viele Menschen haben erkannt, Moment, jetzt bin ich 24 Stunden mit meinem Partner zusammen, wir haben beide Homeoffice. Endlich ist die Chance da, an meiner glücklichen und erfüllenden Partnerschaft zu arbeiten, weil jetzt sind wir endlich beide zu Hause. So viele haben erkannt, meine Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Endlich habe ich eine Chance, mich intensiv mit meinen Kindern auseinanderzusetzen. Endlich können wir als Familie zusammenwachsen. Wieder andere haben erkannt, hey, ich bin vielleicht Single, aber ich bin im Homeoffice. Endlich habe ich neben dem Arbeiten genügend Zeit zum Meditieren, um mein Leben zu analysieren, um zu hinterfragen, wo möchte ich mich anders, neu und besser auszurichten. Überall Chancen.
Und die eine Frage, die ich dir vor allem mitgeben möchte, wenn du merkst, etwas Altes stirbt ab und ein Veränderungsprozess in deinem Leben oder sogar ein globaler Veränderungsprozess beginnt. Und übrigens, der größte globale Veränderungsprozess, der im Moment läuft, viele Menschen erkennen es immer noch nicht, ist der Wandel unseres Finanzsystems. Ich habe da letzten Dienstag eine Podcast-Folge zu gemacht. Wenn du die noch nicht angehört hast, möchte ich dich herzlich einladen. Hör sie dir an, weil das ist der größte Wandel des nächsten Jahrzehnts. Und die Frage ist, wo ist hier die neue Chance versteckt? Und du brauchst eine neue Perspektive, das Alte gehen lassen, wie wir es besprochen haben, warten auf die neue Chance und dein Mindset darauf auszurichten, weil im Leben gilt eine Regel. Wie innen, so außen. Und wer kämpft und die alte Tür nicht zugehen lassen will, der wird außen nur Kampf und Negativität erleben. Und wie viele Menschen haben das in den letzten 19 Monaten erlebt? So viele. Und dann gibt es andere, die drehen sich um und auf einmal öffnen sich neue Chancen der Möglichkeiten. Das Wichtigste, was es hier gilt, bitte zeig nicht mit dem Finger auf andere. Bitte suche nicht einen Schuldigen für deine Situation. Weil, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und wie viele Menschen geben gerade der Politik und anderen Menschen die Schuld für ihre Lebenssituation? Und genau die andere Reaktion ist die richtige, nämlich, dass du in die Eigenverantwortung gehst und sagst, genau jetzt, wenn etwas Altes abstirbt, Eigenverantwortung jetzt, weil wenn ich die Macht bei mir halte mit Eigenverantwortung, dann kann ich mein Leben auch verändern. Wenn ich mit dem Finger auf andere zeige und denen die Schuld gebe, dann haben die Kontrolle über mich. Es ist die vollständige Eigenverantwortung, weil die bringt dich aus der Opferhaltung raus. Und vielleicht, das ist menschlich, sagst du, ja, aber Christian, ich habe Angst. Versteh die Angst richtig. Dort, wo deine Angst ist, ist dein größtes Entwicklungspotenzial. Hör hin. Wenn zum Beispiel ein Beruf wegbricht, ist es die Chance, dich nochmal selber neu voll zu entwickeln und neu zu definieren. Das Leben möchte mit jeder Entwicklung, lädt dich liebevoll ein. Es lädt dich liebevoll ein, dass du dich weiterentwickelst. Nimm diese Einladung bitte an. Warum? Weil das Leben ist Wachstum. Beweis, wärst du damit zufrieden, wenn du heute dastehen würdest, wo du vor 5 Jahren gestanden bist? Nein, Leben ist Wachstum. Ja, und zu Beginn einer Veränderung darfst du Angst haben. Geh durch das Gefühl durch. Du darfst dich schlecht fühlen. Emotionen gehören dazu. Verabschiede dich in Ruhe vom Alten. Zum Beispiel, wenn sich ein Partner trennt. Wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin sich aus deinem Leben verabschiedet. Doch erkenne, in jedem Sterbeprozess ist die Saat für etwas Neues und Besseres. Kommt die Frage, ja, aber was ist, wenn mein Partner mich verlässt? Sei nicht traurig, dass er geht, sei dankbar für die Zeit, die ihr zusammen hattet. Und dann habt die Einstellung, es kommt immer jemand Besseres. Und dann gilt die Regel wie innen, so außen. Wenn du diese Einstellung wirklich verinnerlicht hast, es kommt immer jemand Besseres in meinem Leben. Weil die Einstellung, meine Lebenseinstellung, mein Leben wird immer besser und besser. Immer besser und besser, egal was im Außen passiert. Mein Leben wird immer besser und besser. Warum? Weil ich immer besser und besser werde. Warum? Weil ich die Chance in allem erkenne. Warum? Weil ich die neuen Möglichkeiten so lange suche, bis ich sie gefunden habe. Wenn du das Mindset hast, boom, sofort, dann freust du dich auf Veränderung. Und dann geht auf einmal die Tür auf für die Phase 2. Und diese Phase 2 ist der Raum der neuen Möglichkeiten. Jetzt hast du dich gedreht in die Zukunft und jetzt beobachtest du, welche neuen Türen gehen auf. Die Phase 2, der Raum der neuen Möglichkeiten, ist die Zeit der Schwerelosigkeit. Du hast dich vom Alten zumindest mental verabschiedet, du kehrst ihm den Rücken zu und auf einmal zeigen sich unendlich neue Möglichkeiten, unendlich viele neue Möglichkeiten, wie du deine Zukunft auf einmal genialer gestalten kannst. Und am plakativsten verstehst du das beim Beispiel Beziehung. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, dass du dich von einem Partner getrennt hast, der oder die dir nicht mehr gut getan hat. Und diese Trennung ist dir unglaublich schwer gefallen, weil da war ganz viel Emotion dahinter. Doch als du die Trennung vollzogen hattest, auf einmal warst du frei.
Auf einmal ist deine Kraft zurückgekommen. Auf einmal ist deine Energie zurückgekommen. Auf einmal ist deine Lebensfreude zurückgekommen. Auf einmal ist deine Leichtigkeit zurückgekommen. Auf einmal sind 1000 Möglichkeiten aufgegangen. Du bist in die Disco gegangen zum Feiern. Du hast das andere Geschlecht angesprochen. Du hast gesagt, nein, 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 ich möchte mich gar nicht binden. Ich möchte mich ausleben. Ich möchte mich ausprobieren. Ich möchte erleben. 1000 neue Möglichkeiten. Unglaublich viele interessante Menschen waren da. Zack, da ist der Raum der Möglichkeiten. Und vielleicht hast du das schon in deinem Leben erlebt. Du warst angestellt und du wolltest dich selbstständig machen. Und ewig lang hattest du Angst, dein Angestelltenverhältnis zu kündigen. Und irgendwann hattest du auf einmal den Mut. Und auf einmal, solange du im Angestelltenverhältnis war, hattest du so das Gefühl, sorry, wenn ich manchmal Silben verschlucke, wenn ich so voll in meiner Energie-Euphorie bin, dann rede ich einmal. Also solange du im alten Angestelltenverhältnis warst, hattest du das Gefühl, du bist blockiert, deine Energie steckt fest, du kommst überhaupt nicht vorwärts. Und dann hast du den Sprung gemacht und auf einmal warst du frei. Auf einmal war die Energie wieder da. Auf einmal ist die Kreativität geflossen. Auf einmal hast du so viele neue Möglichkeiten erkannt, was jetzt in der Selbstständigkeit alles möglich ist. Warum? Wir haben das vorhin gesagt, Energie verschwindet nie. Energie wandelt nur ihre Form. Und solange wir an etwas Altem festhalten, ist die Energie oft dort gefangen. Sobald wir uns trennen, geht der Raum der neuen Möglichkeiten auf. Die Energie fließt und neue Chancen entstehen. So, und jetzt sagst du vielleicht kritisch, ja, aber Christian, was passiert, wenn mir der gesellschaftliche oder der globale Wandel in Anführungszeichen aufgezwungen wird? Wie in den letzten 19 Monaten. Gilt eine ganz einfache Regel. Achtung, jetzt wird das Mindset ganz, ganz wichtig. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Du hast dein individuelles Schicksal immer selber in der Hand. Was bedeutet das? Du darfst bei gesellschaftlichen und globalen Veränderungen nicht in die Opferrolle, nicht dich in die Angst treiben lassen, wie das die große breite Masse gemacht hat, und dann irgendeinem Kollektivschicksal zum Opfer fallen, was von außen aufgezwungen wird, sondern du kannst sagen, du hast immer dein individuelles Schicksal selber in der Hand, weil du immer entscheiden kannst, wie du darauf reagierst. Ich möchte dir ein sehr extremes Beispiel geben, aber es ist so einprägsam für viele Menschen. Als 1939 der Zweite Weltkrieg in unserem Land ausgebrochen ist, waren viele intelligente Menschen nicht mehr in Deutschland. Die haben den Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht mehr mitbekommen. Warum? Weil sie sich so viel mit der Situation auseinandergesetzt haben, dass sie das haben kommen sehen und vorher irgendwo anders auf die Welt hingegangen sind. Das heißt, während dann beim Zweiten Weltkrieg über ganz Deutschland Leid ausgebrochen ist, gab es viele Deutsche, die haben nie etwas damals von diesem Zweiten Weltkrieg erlebt. Und das bedeutet, Kollektivschicksal ist nie Individualschicksal. Du hast dein individuelles Schicksal selber in der Hand. Doch das geht mit Schritt 1 los in Phase 1, dass du volle Eigenverantwortung übernimmst und sagst, ich gehe nicht in die Opferrolle, sondern, Schlüssel, ich kreiere mir proaktiv die eigene Zukunft selber unter den Rahmenbedingungen, die gegeben sind. So, wie machst du das? Das sind die Umsetzungstipps für diese Phase 2, der Raum der neuen Möglichkeiten. Als allererstes, was ja jetzt auch passiert, brauchen wir oft neues Wissen. Wir dürfen uns mit neuen Themen beschäftigen. Gerade Digitalisierung, da darf man so viel lernen. Auf uns kommen so viele neue Dinge zu. Wissen ist eine Hohlschuld. Wir erwarten immer, dass uns jeder alles entgegenträgt. Nein, du musst dich selber informieren. Nein, Mainstream-Medien sagen dir nicht, was für dich und dein Leben wichtig ist. Du nicht in die Mainstream-Medien gucken, sondern deine Fühler selber ausstrecken. Nimm deine Füße in die Hand, lern die neuesten Dinge. Vor 3 Jahren hat man schon gesagt, 50% der Berufe in 20 Jahren kennen wir heute gar nicht. So allmählich geht's aber auf, wo diese Berufe sein werden. Die werden zum Beispiel in dem kompletten neuen Finanzsystem, das wir Kryptobereich nennen. In Amerika werden gerade Zehntausende von neuen Berufen da erschaffen, die meine Generation überhaupt nicht mehr weiß, wie diese Welt tickt. Das heißt, wir dürfen uns immer weiterentwickeln. Wissen ist eine Hohlschuld. Das ist der eine Weg. Das andere: Wenn du einen persönlichen Rückschlag hast, zum Beispiel deine Ehe, deine Beziehung geht auseinander,
ist in dieser Phase sind immer drei Schritte wichtig. Analysieren, was ist falsch gelaufen? Was hast du vielleicht suboptimal gemacht? Ganz ehrlich analysieren, daraus lernen, weil zum Beispiel eine Trennung bringt nichts, wenn du nicht lernst und besser wirst. Du rennst in deiner nächsten Partnerschaft nur in die gleiche Thematik wieder rein. Und dann, wenn du dir einen neuen Partner suchst, Dinge anders und besser machen. Also nochmal analysieren, lernen, anders und besser machen. Alte Muster erkennen, neue Muster etablieren. Nochmal, alte Muster erkennen, neue Muster etablieren. Nur so kann die Chance der neuen Möglichkeiten aufgehen für eine viel glücklichere und erfüllendere Partnerschaft. Wenn du zum Beispiel früher in einem Streit mit deinem Partner die Flucht ergriffen hast, gehst du jetzt in die Verbindung. Das ist nur so ein Beispiel. Wenn du früher deinen Partner beleidigt hast, um dich selbst zu verteidigen, hältst du jetzt einfach den Mund. Auf gesellschaftlicher Ebene. Nicht schauen, was nicht läuft, sondern während alle angstvoll schauen, was nicht mehr läuft, das ist das Kollektivschicksal, fragst du dich, wo sind die Chancen hier? Wo kann ich nach vorne gehen? Und ich möchte dir ein ganz einprägsames Beispiel geben. Ich hatte ein Coaching mit einer Dame im zweiten Lockdown. Im zweiten Lockdown wurde klar, sie geht mit ihrer Selbstständigkeit pleite, sie wird das nicht halten können. Und sie war komplett verzweifelt. Und dann fragt sie, warum passiert das immer mehr? Immer mir. Und ich frage sie, wieso immer? Ist das schon öfters passiert? Sagt sie, ja, das ist das dritte Mal, dass ich mit einer Selbstständigkeit scheitere. Sag ich zu ihr, pass auf, ich wette mit dir eins. Dein Hauptmotiv der Selbstständigkeit ist dreimal immer Geld gewesen. Sagt sie vollkommen verdattert. Stimmt, woher weißt du das? Und ich habe damals zu ihr gesagt, ganz einfach. Wenn du Dinge nur aus einem monetären Ziel machst, bist du nie wirklich mit Herzblut dabei, hast du nie einen tieferen Sinn dahinter. Das gibt dich, bringt dich nie voll in deine Kraft, in deine volle energetische Ausstrahlung, um andere Menschen zu überzeugen. Und wenn dann böse Rückschläge kommen, sagt das Leben dir immer, hey Moment, es geht nicht nur ums Geld im Leben, du hast einen höheren Sinn. Du hast eine höhere Aufgabe. Und die hat dann verstanden und hat gesagt, okay, ich verstehe das und ich weiß jetzt, warum ich wieder pleite gehe und das ist gut. Das nächste Mal, wenn ich etwas starte, verspreche ich mir, ich mache nur noch etwas Lebensdienliches, was ich mit vollem Herzen machen kann. Das bedeutet, wenn es bei dir nicht gelaufen ist in den letzten 19 Monaten beruflich, darfst du dich fragen, was darf ich verändern und welche Chancen bietet das Leben mir mit allem, was in meinem Leben passiert? Und dann kommt die Friseurin, die im zweiten Lockdown ihr letztes Geld in ihren Laden gesteckt hat, um ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Und trotzdem hat sie es nicht überlebt. Also der Friseurladen hat es nicht überlebt, sie schon. Und dann hat sie, wie die Dame, die auch pleite gegangen ist, immer zwei Möglichkeiten. Entweder den Kopf in den Sand stecken und ein Leben lang Opfer zu bleiben und sagen, dann kam dieser blöde Coronavirus und dieser Umstand hat alles kaputt gemacht. Oder, und das ist die richtige Alternative, aufrichten. Richt dich mal auf vor deinem Bildschirm. Du kannst dich in jeder schwierigen Situation aufrichten und dich fragen, okay, welche Möglichkeiten bietet mir das Leben jetzt hier? Wo sind die neuen Chancen? Und dann suchst du diese Chancen und Möglichkeiten und du lässt dir Zeit, die zu erkennen. Nochmal, es geht nur darum, den Blick zu entwickeln in die neue Richtung, wo die Chancen und Möglichkeiten sind. Und dann wirst du eines Tages auf einmal eins merken, hier, du nimmst dein Schicksal selber in die Hand. Das ist Umsetzungstipp Nummer 2. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Ich nehme mein Schicksal selber in die Hand. Das ist deine Einstellung. Und dann kommst du in die Phase 3, der Keim der Veränderung. Der Keim der Veränderung. Jetzt entdeckst du etwas Neues. Und dann geht es darum, anzupacken. Weißt du, jeder dieser ersten drei Phasen braucht eine andere Aktion von uns Menschen. Die erste Phase, die Sterbephase, die erfordert von uns die Fähigkeit, loszulassen, sich zu verabschieden, das Alte in Dankbarkeit gehen zu lassen. Die zweite Phase
die ganzen neuen Möglichkeiten zu entdecken, braucht so ein bisschen die Neugier, diese Chancenmentalität, das Suchen der Geschenke, der neuen Möglichkeiten, welche neuen Türen gehen für dich auf. Die dritte Phase, das ist ein Rechtschreibfehler hier in der PowerPoint, erfordert jetzt eins: Wenn du dich für eine oder vielleicht auch für mehrere dieser Möglichkeiten entschieden hast, jetzt geht es darum, dass du deinen Unaufhaltbar-Modus aktivierst, deinen Unaufhaltbar-Modus, indem du ganz konsequent ins Handeln kommst. Ganz, ganz konsequent ins Handeln. Und das ist das Allerwichtigste. Und das Mindset dahinter ist: Ich habe mich entschieden, ich beschreite den neuen Weg mit allem, was dazugehört. Ich beschreite meinen neuen Weg mit allem, was dazugehört. Das ist deinen Unaufhaltbar-Modus zu aktivieren. Konsequentes Handeln. Und dieser Modus, da würde ich jetzt gerne diese Übung mit dir machen. Aber wir sind über 4000 Leute. Das würde nicht funktionieren. Ich kann dich auch nicht sehen. Und diese Übung, dass du diesen Unaufhaltbar-Modus in dir aktivierst, die schicke ich dir. Das ist ein Video, in dem ich dir die Übung erkläre. Dieses Video wirst du morgen von mir bekommen in dein E-Mail-Postfach. Schau dir bitte das Video an. Es dauert 4 Minuten und mach diese Übung. Und dann wirst du erleben, was diese Phase Nummer 3, dieser Zustand für dich macht und mit dir macht. Du triffst eine Veränderungsentscheidung. Du machst die Übung und du merkst, auf einmal ist energetisch etwas anderes im Leben. Irgendetwas ist anders. Und du entscheidest dich vielleicht zum Beispiel, jemand entscheidet sich für die Selbstständigkeit und konsequentes Handeln bedeutet, dann geht er aufs Gewerbeamt und beantragt den Gewerbeschein, dann traut er sich in den Social Media zu zeigen, dann gehst du auf einmal auf Kunden zu, dann machst du Network Marketing und sprichst Leute an, dann machst du dein Ablehnungstraining oder du gehst in eine neue Beziehung und du sagst mit dem Partner, ich übe jetzt neue Verhaltensweisen, wir gehen bewusst den Weg, wir fangen sofort an, miteinander zu arbeiten. Ich mache mit meiner Frau Kerstin ein Programm, das heißt Beziehungs-Deep Dive. Da hatten wir letzte Woche ein Pärchen neu mit dabei. Seit 3 Monaten sind die zusammen und die haben gesagt, wir machen das von Anfang an, weil wir wollen neue Gewohnheiten jetzt sofort etablieren. Also die kommen sofort ganz konsequent ins Handeln. So, und wenn der gesellschaftliche Wandel ist, der nächste wird kommen, dann fragst du dich wieder, okay, schau mal, was passiert ist. Die letzten 19 Monate ist Wachstum durch Einschränkung. Wir haben eine Einschränkung bekommen, aber daraus ist die Chance entstanden zu wachsen. Wie vielleicht unsere Friseurin. Der Laden ist pleite gegangen, doch auf einmal entdeckt sie eine komplett neue Gabe in sich. Ich habe im Moment bei mir im Club, im Christian-Bischoff-Club, eine Teilnehmerin, die ist Kosmetikerin gewesen, die hat die letzten 19 Monate nicht überlebt, doch die hat dann entdeckt, wie gut sie mit Menschen arbeiten kann und wie sehr sie ihnen auf ihrem Lebensweg helfen kann. Und die macht mittlerweile Coachings. Und das ist diese Phase 3. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass du jetzt konsequent ins Handeln kommst, wie machst du das? Mach dir eine kleine To-Do-Liste jeden Tag mit 3 kleinen Dingen, die du heute tun kannst, um in die neue Richtung zu gehen. Nicht mehr als 3. Warum? 1, 2, 3 zu viel ist eine Erfolgsregel. Und dann fang innerhalb von 72 Stunden an zu handeln, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn wir nicht in 72 Stunden ins Handeln kommen, ist die Wahrscheinlichkeit unter 10%, dass wir überhaupt noch anfangen. Daran scheitern viele Menschen. Doch wenn wir ins Handeln kommen und jeden Tag was machen und vor allem ganz wichtig, wir in der Ruhe bleiben und in der ständigen Selbstreflexion, nicht hasseln, hasseln, hasseln und wieder in die Hast kommen, dann können wir Dinge verändern. Dann wirst du merken, du hast den Sterbeprozess durchlaufen, die Phase 1, du hast dich emotional verabschiedet. Du hast den Raum der neuen Möglichkeiten betreten, weil du diese Chancenmentalität hast. Du hast den Keim der Veränderung entdeckt. Jetzt kommt dann die Phase 4 und das ist wachsen, reifen, neue Gewohnheiten etablieren. Wachsen, reifen, neue Gewohnheiten etablieren. Den kleinen Kern wie einen Samen zum Wachsen bringen, dranbleiben, nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen, jeden Tag ganz etwas Konsequentes tun, bewusstere Entscheidungen zu treffen, um nicht in alte Muster zu verfallen.
Und du wirst eins merken, wenn du in der Phase auch in Dinge reingehst, die dir Angst machen, fängst du auf einmal an, ein unbändiges Selbstvertrauen zu entwickeln. Warum? Weil wenn du neue Herausforderungen annimmst und deine inneren Ängste überwindest, kommt immer Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Deswegen kann nie ein anderer Mensch dir nachhaltig Selbstvertrauen geben. Du kannst es nur selber machen. Wie? Indem du in die Dinge reingehst, vor denen du Angst hast. Und das brauchen wir immer, weil wenn wir eine Veränderung meistern wollen, dürfen wir neue Gewohnheiten etablieren. Und dann wirst du eins merken. Wenn du mehr Selbstvertrauen bekommst, das ist wie eine Treppenstufe, die immer weiter nach oben geht. Also zum Beispiel, du möchtest anfangen, Sport zu machen. Du bist ein absoluter Antisportler. Die erste Woche gehst du 1 Kilometer walken, die zweite Woche 2 Kilometer, die dritte Woche 3 Kilometer. Du bekommst immer mehr Selbstvertrauen. Und weißt du, was dann passiert? Nach 8 Wochen denkst du dir, mittlerweile walk ich jeden Tag, jetzt greife ich einen anderen Lebensbereich an. Und auf einmal durchläufst du diesen Veränderungsprozess der 4 Phasen immer wieder und es nimmt eine Dynamik an. Du lässt dich nicht mehr von Angst steuern, weil du weißt, Angst ist mein Freund. Angst zeigt mir, wo mein Entwicklungspotenzial ist. Und wenn ich in meine Angst reingehe, ist die Belohnung immer Selbstvertrauen. Ja, aber was ist mit schwierigen Situationen? Was ist mit Rückschlägen? Die haben wir alle. Zieh dich selber raus. Setz dich abends hin für ein Erfolgsbuch. Schreib dir deine größten Erfolge in den letzten Monaten auf. Mach dir deine Erfolge bewusst. Oder geh in deine Nachrichten, mach dir Screenshots von Nachrichten, positiven Nachrichten, die du von anderen Menschen bekommen hast, was sie positiv in dir sehen, wo du mal Lob bekommen hast, die dich aufrichten. Oft können uns andere Menschen, wenn wir was von anderen lesen, da richtet uns das viel schneller auf, als wir uns selber aufrichten können. Oder vielleicht, wenn du finanzielle Ziele hast und mal einen Rückschlag hast, guck dir einen Kontoauszug aus der Vergangenheit an, wo es besser lief und mach dir einen neuen fiktiven Kontoauszug für deine Zukunft. Oder wenn du dir eine glückliche Beziehung wünschst und du bekommst mal wieder eine Ablehnung, geh wieder in dieses Zielbild rein. Lass dich nicht von der Ablehnung übermannen. Das Leben testet dich einfach. Hey, willst du es wirklich? Sondern stell dir weiterhin emotional vor, wie fühlst du dich? Was für ein Mensch bist du in dieser glücklichen, erfüllenden Partnerschaft? Dann veränderst du deine innere energetische Ausstrahlung und dann veränderst du das, was du anziehst. Sprich, es geht darum, dass du konsequent dran bleibst und vor allem auf deine Gewohnheiten achtest und dein Umfeld, weil wir sind alle das Ergebnis unseres Umfelds. So, und wenn wir jetzt diese 4 Phasen angucken und nochmal zusammenfassen, du hast eine Sterbephase, Phase 1, eine Beziehung geht zu Ende, du verabschiedest dich, dann kommt die Phase 2, der Raum der neuen Möglichkeiten, du probierst aus und siehst auf einmal, wow, da gibt es so viele tolle Menschen draußen. Dann kommt Phase 3, der Kern der Veränderung. Du entscheidest dich für einen Partner, du hast analysiert, was machst du das nächste Mal anders, wie wirst du besser in deiner nächsten Partnerschaft. Ihr fangt zusammen an und die Phase 4 ist, ihr versprecht euch zu wachsen, ihr etabliert Gewohnheiten, wie zum Beispiel, wir verbringen einen Abend jede Woche zusammen, wir führen jede Woche mindestens ein Seelengespräch, wo wir darüber sprechen, was uns emotional bewegt. Und jetzt bist du auf einmal in der Veränderung. So, und jetzt verschwindet die Angst. Und jetzt brauchst du nur noch eins, zu verstehen, wie die Veränderung auf persönlicher Ebene funktioniert. Lass uns das zusammen anschauen. Das ist nämlich eine ganz, ganz spannende Grafik. Und zwar fangen wir oben an. Es geht darum, eine schädliche Gewohnheit zu erkennen. Etwas, was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Wir machen jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Entschuldigung, du möchtest keinen weißen Zucker mehr essen. Du isst jeden Tag weißen Zucker. Das ist die schädliche Gewohnheit. Als nächstes ist wichtig zu erkennen, was ist der Auslöser, was ist der Trigger, wann greifst du zum weißen Zucker. Und vielleicht erkennst du immer, wenn du Stress hast, wenn es dir zu viel wird, wenn du dich nicht wirklich spürst, weil du nicht voll bei dir bist, isst du Zucker. Was könnte Schritt Nummer 3 eine Alternative sein? Zum Beispiel, ich ersetze den weißen Zucker durch einen Apfel, durch irgendein Obst und durch Fruchtzucker. So, und jedes Mal, das ist die Bewusstmachung, wenn du zum weißen Zucker greifen möchtest, vielleicht auch nur jedes zweite Mal am Anfang, ersetzt du die alte gegen eine neue Gewohnheit, gegen eine neue Routine. Du greifst nur noch jedes zweite Mal zur Schokolade, ansonsten greifst du immer zum Apfel oder zur
Banane. Und jedes Mal, wenn dir das gelingt, dann belohnst du dich. Belohnung ist so wichtig, doch Achtung, bitte nimm keine Belohnung, die kontraproduktiv zu deiner schädlichen Gewohnheit ist. Also wenn du weißen Zucker ablegen möchtest und die Belohnung, wenn du das schaffst, ist eine Coca-Cola, das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Aber du könntest dich zum Beispiel belohnen mit einem netten Bad, einer Massage, ein schönes Buch lesen, ein Abend nur für dich, was auch immer dir etwas gibt. So, und jetzt kommt aber das Entscheidende. Wenn wir langfristig Veränderungen durchziehen wollen, brauchen wir Unterstützer. Wir alleine können unter Veränderung schaffen. Doch wenn wir Menschen um uns rum haben, die auf unserer Seite sind, dann geht das Ganze viel einfacher, weil dann können wir Versuchungen möglichst vermeiden, der nächste Schritt. Und wir können viel einfacher durchhalten. Warum? Weil wir immer, immer, immer energetische Unterstützung haben. Wir unterschätzen vollkommen die Macht des Umfeldes, in dem wir uns beschäftigen. Und sobald du in einem Umfeld bist, das dich trägt, kannst du diesen Kreisel der persönlichen Veränderung, auch in gesellschaftlichen Veränderungen, viel leichter durchziehen. Guck in die letzten 19 Monate zurück. Wem ist es einfacher gefallen? Menschen, die mit anderen Menschen zusammen waren, die nur gejammert haben und nur geschimpft haben und überall Schuldige gesucht haben? Oder wenn du in einem Umfeld warst, wo alle gesagt haben, okay, hier passiert gerade Wandel, wie können wir den für uns nutzen? Hey, pass mal auf, ich verändere in meinem Leben das und ich verändere das und ich will nicht mehr so viel arbeiten und ich verbringe jetzt mehr Zeit mit meinen Kindern. Und auf einmal denkst du, okay, lass mich meine eigenen Chancen suchen. Das Umfeld ist so entscheidend. Und weißt du, diese vier Phasen der Veränderung, die wir jetzt hier besprochen haben, du kannst sagen, ich mache das alleine, ich habe das jetzt verstanden. Oder du sagst, ich will das in einem Umfeld machen, von dem ich weiß, dass ich das durchziehen werde und meine Erfolgschancen für Veränderung um ein Vielfaches größer werden. Und dieses Umfeld möchte ich dir bieten, wenn du sagst, für mich ist jetzt die Zeit, die richtige Zeit, in diese Veränderung zu gehen. Und zwar mit Veränderung jetzt. Am Montag startet Veränderung jetzt. Und ich sag dir da, was passiert. Weil Veränderung jetzt ist mein Herzensprogramm, das ich über Jahre entwickelt habe und das mein bestes Wissen aus 25 Jahren Erfahrung kombiniert mit der Verhaltenspsychologie, die dir erklärt, wie du dein Unterbewusstsein beeinflusst, damit du die gewünschte Veränderung auch wirklich in deinem Leben erfolgreich durchziehst. Wir müssen verstehen, wie unser Unterbewusstsein funktioniert, weil da findet die Veränderung am Ende wirklich, wirklich statt. Und das erleben wir gemeinsam 33 Tage. Warum? Weil nach einem Monat hast du es. Und nächsten Montag starten wir alle gemeinsam für 33 Tage auf diese Veränderungsreise, keinen Tag länger, genau 33 Tage, um diese vier Phasen, die wir jetzt besprochen haben, in allen Lebensbereichen, die dir wichtig sind, zu durchlaufen und die Veränderungen zu schaffen, die es braucht. Und ich verspreche dir eins, nach 33 Tagen wird dein Unterbewusstsein zu 100% verstanden haben, wie Veränderung funktioniert, und dann arbeitet es nicht mehr gegen dich, sondern für dich. Weil es geht darum, dass du wieder der Boss deines Gehirns wirst. Die meisten Menschen werden von ihrem Gehirn dominiert. Du musst der Boss deines Gehirns werden. Und ich verspreche dir eins, wenn du die 33 Tage in dieser Community durchziehst, wirst du danach sagen, mein Leben hat sich dramatisch verändert, ich merke dramatischen Fortschritt. Warum? Weil dieses Programm Veränderung jetzt habe ich mit meinem Mentor Jens Korsen entwickelt. Jens Korsen war 50 Jahre lang Verhaltenstherapeut. 50 Jahre. Und wir wissen ganz genau, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Und wir brechen das Schritt für Schritt so runter, dass du es in 1-2 Minuten jeden Tag durchziehen kannst mit einer ganz kleinen Challenge jeden Tag. Schau mal, ich zeig dir, was wir bei Veränderung jetzt machen. Wir machen 33 Tage ab Montag. Am 6. Dezember sind wir alle gemeinsam fertig. Es geht keinen Tag länger, 33 Tage. Und wir kreieren unsere nachhaltige Veränderung.
Jeden Montagabend treffen wir uns zu einem Live-Workshop, den ich persönlich mache, wo ich dir erkläre, was wir in der Woche zusammen machen. Der erste Workshop ist schon nächsten Montag um 19 Uhr. Und dazu bekommst du in den 5 Wochen, 10 Lehrvideos von mir zu den wichtigen Themen, wie du Veränderung gestaltest. Eigenverantwortung, Selbstvertrauen, der Umgang mit dir selber, deinen Sinn finden, konsequent bleiben und durchziehen, Prioritäten setzen. Und diese Videos habe ich in monatelanger Arbeit so konzipiert, dass kein Wort zu viel ist, jeder Satz Gewicht hat, das Video ganz kurz und knapp auf den Punkt kommt, weil ich weiß, wie wichtig deine Zeit ist und du problemlos dranbleiben wirst. Wenn du bei den Live-Workshops nicht dabei sein kannst, kein Problem, du kannst dir die Aufzeichnungen angucken. Und dann kommt das Entscheidende. Jeden Tag machen wir ein kleines Training in der Früh, direkt nach dem Aufstehen, das Veränderung in deinem Leben etabliert. Das dauert oft nur 2-3 Minuten, doch die Ergebnisse sind magisch, weil jeder Tag kommt mehr Selbstvertrauen, wenn du das durchziehst. Das ist das Herz des Programms, diese täglichen Mini-Challenges, die so kurz sind, aber für dein Unterbewusstsein so einprägsam, das, was passieren wird. Du bekommst ein digitales Workbook dazu, das kann auch physisch sein. Schaut mal, ich habe das letzte Woche aus der Druckpresse bekommen, aber das kannst du auch physisch dazu haben. Da kannst du deine Fortschritte aufschreiben, deine Erkenntnisse und vor allem, das kannst du überall hin mitnehmen. Und selbst 2 Jahre später hast du noch die ganzen Erkenntnisse aus diesem Veränderungskurs bei dir. Und das ist das Wichtigste, du bist Teil einer sensationellen Community. Für genau 33 Tage unterstützen wir uns, jeder geht auf seine Reise zur Veränderung und trotzdem gehen wir alle zusammen und wir tragen uns gegenseitig. Wir fangen an am Montag, wir machen eine Bestandsaufnahme, wo stehst du, dann erkläre ich dir, wie machst du Veränderungen? Wie beeinflusst du dein Unterbewusstsein? Dann fangen wir an zu üben. Jede Woche bekommst du 2 neue Themen über die Woche verteilt. Und das Beste ist, du kannst diese Videos und auch die Workshop-Aufzeichnung dir jederzeit angucken im Mitgliederbereich. Da hast du 33 Tage, hast du vollen Zugang dazu bis 6. Dezember. Und am 6. Dezember wird sich so viel verändert haben, dass wir in der digitalen Zeremonie alle zusammenkommen und unsere Veränderungen gemeinsam feiern. 1. November geht's los. Nächsten Montag, am Montagabend um 19 Uhr mit dem ersten Live-Workshop. Und letztes Jahr waren da 2000 Leute dabei und anschließend hat mein Team eine Umfrage gemacht. Und 99,3% der Teilnehmer haben auf die Frage, ob sie dieses Programm ihren Freunden und Verwandten empfehlen würden, mit Ja geantwortet. So groß waren die Veränderungen. Und ich möchte dir ein paar Beispiele zeigen. Das ist Max Planer. Sorry. Max Planer ist ein Profi-Leistungssportler, einer der besten deutschen Ruderer, der bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Und Max ist letztes Jahr aus dem Olympiakader geflogen und am absoluten Tiefpunkt mit einer Verletzung in Veränderung jetzt gekommen. Und er schreibt hier selber, du siehst es, nach den 33 Tagen hatte er eine völlig neue Motivation, Leistungssport zu betreiben. Er hatte viele Ideen hier hat auf einmal einen Anruf von seinem Cheftrainer bekommen, der ihn plötzlich wieder ins Team befördert hat. Auf einmal war die Chance für Tokio 2021 wieder da. Er hat auf einmal angefangen, andere Gruppen, andere Athleten zu coachen. Und du wirst ihn gleich am Ende noch hören. Er sagt, die 33 Tage haben so viel bei mir verändert. Nicole hat am Ende geschrieben, es war eine grandiose Reise. Von ersten hölzernen Schritten bis hin zur Offenheit und Authentizität. Ich habe so viel mitgenommen, Ruhe, Mut und Kraft gefunden und jede Menge Tools, um ins Handeln zu kommen. Das hier sind alles Feedbacks aus der Community, die 33 Tage lang zusammengearbeitet hat. Mel hier hat ihren kompletten Wandel beschrieben. Nach Veränderung jetzt war sie auf einmal motiviert und zielstrebig, strukturierter, achtsamer und liebevoller, insbesondere mit ihren Kindern, aber auch mit ihren Freunden und mit der Familie, fürsorglicher und liebevoller mit mir selbst. Das heißt, sie hat den kompletten Umgang mit sich selbst verändert. Sie fühlt sich reich in jeder Hinsicht und ist auf einmal gespannt auf alles das, was noch kommt. Das ist die Vorfreude auf Veränderung. Und ihr seht, vollkommen unterschiedliche Menschen,
und jeder hat seine eigenen Ergebnisse gehabt. Christiane hat am Ende gesagt, das Seminar war von Anfang bis Ende grandios und hat unglaublich toll angefangen. Die Mini-Challenges waren der Hammer und jedes Video und Webinar hat immer noch eins draufgesetzt. Die Mini-Challenges sind diese Tagesaufgaben. Und da tauchte von Euphorie über tiefe Nachdenklichkeit und Zweifel bis zu Tränen der Erleichterung alles bei mir auf. Du siehst, Veränderung jetzt ist eine emotionale Reise für alle Zielgruppen. Egal, ob du Profisportler bist, ob du dich beruflich verändern möchtest, ob du bei der Familie was erreichen willst oder bei dir selber. Ist es nicht super schön zu sehen, wie Veränderung funktioniert? Und jeder war an einem anderen Startpunkt. Und alle sind bei ihrer Reise angekommen und das ist die Magie des Programms. Warum? Weil wir alle verstehen, wie wir die Veränderung in unserem Unterbewusstsein selber erzeugen. Und wenn du das einmal hast, dann hast du es für den Rest deines Lebens auch verstanden. So, das ist Veränderung jetzt und ganz wichtig ist mir, ich möchte dir was beibringen, sodass du nach den 33 Tagen selber rennen kannst für den Rest deines Lebens. Die Community ist genau 33 Tage da. Wir machen keinen Tag länger und nach 33 Tagen geht auch alles zu Ende. Warum? Damit wir jeden der 33 Tage mehr schätzen. Damit wir alle jeden der 33 Tage voll dabei sind. Weil wenn etwas begrenzt ist in unserem Leben, dann bringen wir dem Ganzen eine viel größere Wertschätzung entgegen. Und du wirst merken, 33 Tage, du trägst alle in der Community und sie tragen dich in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist der Multiplikator, die Energie, die durch die Community mit dazu kommt. Nochmal, mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das, was ich da mache, das ist mein bestes Wissen kombiniert mit der Verhaltenstherapie-Erfahrung meines Mentors, der das 50 Jahre gemacht hat. Und ich verspreche dir, wenn du die 33 Tage lang dranbleibst, hat sich was massiv in deinem Leben verändert, je nachdem natürlich, wo du stehst, weil dein Unterbewusstsein kommt dir nicht mehr aus und du wirst nach 33 Tagen verstehen, hey, ich bin der Boss meines Gehirns, ich bestimme, wo es lang geht in meinem Leben und es gibt einfach ein unsägliches Selbstvertrauen und dann sagst du, okay, eine Veränderung kommt, ich nutze die für mich und mein Leben wird besser, weil ich immer besser werde. Also, wir machen in den 33 Tagen diese 5 Live-Workshops jeden Montagabend. Du bekommst die Inhaltsvideos, du bist Teil der Community, du hast das Workbook mit dabei, du bekommst noch ein paar unterstützende E-Mails von mir, du hast Zugang zum Mitgliederbereich, wo du dir alles 33 Tage lang anschauen kannst und wir gehen auf eine 33-tägige Reise, die ich für deinen Fortschritt wirklich bis ins letzte Detail durchdacht habe und geplant habe. Und weißt du, manchmal im Leben haben wir einfach Entscheidungen zu treffen und du kannst dich jetzt entscheiden. Hast du die 4 Phasen verstanden und du nutzt das für dich alleine? Ich habe dir die 4 Phasen mitgegeben, die Sterbephase, der Raum der neuen Möglichkeiten, der Keim der Veränderung und dann das Wachstum und das Reifen und das Dranbleiben. Und wenn du den Weg alleine gehen willst, dann hoffe ich, dass diese Stunde dir geholfen hat und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Oder du sagst, okay, ich starte jetzt richtig durch, weil ich weiß, wenn ich das durchziehe, 6. Dezember, danach kommt Weihnachten, dann feiere ich in Ruhe mit meiner Familie und spätestens im neuen Jahr starte ich sowas von durch, weil ich Veränderung gemeistert habe und nichts wird mich mehr aufhalten, dann freue ich mich, wenn du bei Veränderung jetzt dabei bist. Und die Frage, die wir uns alle stellen dürfen, ist, welchen Weg wollen wir gehen? Wollen wir den Weg im Außen gehen, wo wir uns immer vom Außen steuern lassen durch Angst oder Unsicherheit? Oder bist du bereit, den Weg nach innen zu gehen und die Kraft und die Stärke aus dir selber herauszuholen? Du hast bei den 33 Tagen volle Flexibilität. Du kannst dir alles anschauen, wann du willst. Das heißt, du kannst auch als Mutter mitmachen, als Vater, der 3 Kinder zu Hause hat. Du kannst als Nachtschwärmer, als Nachtarbeiter mitmachen. Es ist wirklich so konzipiert, dass jeder mitkommt. Und wenn du dabei sein möchtest, dann ist jetzt gleich die Chance, sich anzumelden. Die Tore sind, glaube ich, seit ein paar Tagen geöffnet und jeder kann sich anmelden. Und es geht am Montag schon los, sobald du dich angemeldet hast. Morgen bist du schon in der Community drin. Ihr könnt euch vorstellen, es ist der Hammer. Es geht da jetzt schon richtig, richtig rund. Und am Montag starten wir gemeinsam. Also in 6 Tagen geht's los. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, lass unser Leben angreifen und lass uns gucken,
was in den 33 Tagen möglich ist.